Herzlich willkommen heute bei OrgaTV, heute im Botanischen Garten der Universität. Unser Gast, Heiko Maas, Minister für Justiz und Verbraucherschutz. Stimmt. Richtig. Beides ist wichtig, beides werden wir nachher nochmal vertiefen, weil das genau die zwei Punkte sind. Aber zunächst mal zu einem Punkt, ich habe gestern Abend nochmal ganz intensiv Ihr Regierungsprogramm, heißt es ja, gelesen, das Sie in der nächsten Legislaturperiode dann umsetzen. Wo kommt denn die Generation Z in Ihrem Programm vor? Also sie kommt an einer Stelle, finde ich, ganz besonders vor. Das ist ein Verbraucherthema, wo es um die digitalen Rechte geht. So, und jüngere Menschen sind mit dem Internet aufgewachsen, nutzen das Internet für private, berufliche Zusammenhänge. Und wir haben im Grunde genommen im Internet überhaupt keine Regelungen, dass man auch ein Mindestmaß an Kontrolle hat über das, was mit den eigenen Daten geschieht, die man im Internet hinterlässt oder produziert. Und das ist ein großes Thema und wir setzen uns dafür ein, dass es ein Mindestmaß an Datensouveränitäten gibt. Datensouveränität gibt derer, die im Internet unterwegs sind. Das wird sich auch im nächsten Jahr ändern. Dann wird es die Datenschutzgrundverordnung ab Mai nächsten Jahres in Europa insgesamt geben. Es wird nicht mehr so sein, dass man durch ellenlange allgemeine Geschäftsbedingungen oder Datenschutzbestimmungen, die kein Mensch liest, irgendeiner hat mal ausgerechnet, wenn man das alles lesen würde auf dem Smartphone, Tablet, auf dem Laptop, dem PC, ja mittlerweile dem Fernseher, der auch mit dem Internet verbunden ist, würde uns das 67 Arbeitstage im Jahr kosten. In Zukunft werden Unternehmen die Daten verwenden und verarbeiten bei den ganz besonders sensiblen Daten, also zum Beispiel Finanzdaten, Kontoverbindungsdaten und so weiter, den einzelnen Verbraucher konkret um eine Einwilligung bitten müssen. Da reichen diese allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Datenschutzbestimmungen nicht mehr aus. Und das wird zum Beispiel ein Beitrag sein, dass man ein Mindestmaß an Datensouveränität zurückbekommt, dass man zumindest etwas weiß von dem, was mit den Daten geschieht. Ich halte das für eine ganz eminent wichtige Frage. Manchmal habe ich aber auch so den Eindruck, ich bin der Einzige, der das für wichtig hält. Das wäre die Frage, die ich gerade anschließen wollte. Genau. Glauben Sie das, dass das so ein zentrales Thema für die Generation Z ist? Ich glaube nicht, dass es... Besser gesagt, es ist für Sie, aber es ist nicht aus Sicht von Ihnen. Genau, also ich mache heute die Erfahrung, dass es viele gar nicht interessiert. Man hakt alles schnell ab, was man im Internet macht. Die Schnelligkeit hat große Bedeutung im Internet. Aber das wird immer wichtiger, weil wir werden ja auch manipuliert. Es werden Profile über uns angelegt. Das, was wir vorgesetzt bekommen von unseren Anbietern, ist orientiert an dem, was ein Algorithmus ausspuckt, was unseren Interessen entsprechen kann. Und letztlich erhalten wir so unsere Informationen, wir bilden so unsere Meinung. Und diese selbstbestimmt treffen zu können, die Entscheidung und die Meinung, die man sich bildet, das halte ich für außerordentlich wichtig, auch für ein selbstbestimmtes Leben, auch wenn das nicht so vordergründig das Thema ist, das vielleicht den einen oder anderen beschäftigt, aber ich werbe dafür, weil davon ganz viel abhängt, wenn man selbstbestimmt auch in der digitalen Welt leben und sich bewegen will. Ist das, wie viel von dem ist innerhalb von Deutschland machbar und wie viel ist eigentlich nur in Europa realisierbar? Also das meiste ist in Europa nur realisierbar. Also das Netz kennt keine Grenzen und deshalb muss man es mindestens auf europäischer Ebene angehen. Das macht es auch noch mal ein bisschen schwieriger, bei 28 oder zukünftig 27 Staaten irgendwie eine gemeinsame Regel zu finden, ist noch schwieriger, als das schon im Bundestag der Fall ist, wenn wir eine nationale Regel alleine aufstellen. Gut, man hat mal gesehen, wie eine der letzten Datenschutzinitiativen ja ziemlich weichgespült wurde in Europa. Ja. Das war ja ein ziemlich peinlicher Vorgang, was da am Schluss übrig geblieben ist. Ja, also das ist so, es gibt auch ganz unterschiedliche... Es gibt einen brutalen Film darüber, ich glaube Democracy heißt der, ich kann mich nicht genau erinnern. Es gibt dann auch ganz unterschiedliche Kulturen, also was das Netz angeht und das zusammenzubringen. Und wir sind mit dem, was wir an Datenschutz jetzt schon haben, im Vergleich zu den meisten anderen viel strenger. Aber ich finde, das ist ein so wichtiges Thema. Das Internet ist nicht umsonst, wir bezahlen mit unseren Daten und wir müssen auch wissen, was damit geschieht. Also ich finde es ja total spannend, weil das ist ein Punkt, ich meine, ich komme ja aus einer ganz anderen Generation, aus meiner Babyboomer-Generation. Wir haben ja damals massive Datenschutz und sowas, das war ja unser ganz zentrales Thema. Mhm. Wie verbindet sich das aber jetzt mit dieser ganzen, jetzt muss man hüpfen, eine ganz andere Ecke dann, zu dieser Staatstrojaner-Überwachungssoftware? Ich weiß, das ist ein ganz anderes Spielfeld, es ist auch klar, dass das notwendig ist,
haben Sie damit Bauchweh? Naja, das ist auch nicht so einfach. Weil das ja ein total ambivalenter Tatbestand dann ist. Das ist so. Es gibt auch strenge Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat. Aber das Bundesverfassungsgericht hat auch darauf hingewiesen, dass das grundsätzlich vereinbar ist mit der Verfassung, wenn es unter strengen Voraussetzungen geschieht. Also es ist ja nicht nur die Online-Durchsuchung, es ist auch die Quellen-TKÜ, also wo es darum geht, was kann man überhaupt an Daten abgreifen und wie geht das. Ich kann aber auch nur sehr bedingt den Leuten noch erklären, dass es nach unseren jetzigen Gesetzen möglich ist, bei Leuten, gegen die ein Ermittlungsverfahren läuft, also die einer schweren Straftat verdächtigt sind, sozusagen die SMS, die man sie schickt, abzufangen oder zu speichern, aber nicht mehr die WhatsApp-Nachrichten. Was natürlich zur Folge hat, dass jeder, der befürchtet, Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen zu werden, wahrscheinlich keine SMS verschickt, sondern eine WhatsApp-Nachricht, also einfach einen Messenger-Dienst nutzt. Und das, finde ich, muss man anpassen. Ist nicht unkritisch, das gebe ich voll und ganz zu, aber bei den strengen Voraussetzungen, die aufgestellt worden sind, ist es dennoch notwendig. Hat Sie das damals geärgert, als man Sie dann, ich habe die Überschrift gerade hier, Staatstrojaner im doppelten Sinne bezeichnet hat? Ja, also damit muss man leben, dass es in dem, was man politisch tut, immer unterschiedliche Auffassungen gibt. Mhm. Es gibt welche, die wollen, dass man komplett die Finger lässt vom Netz, dass es dort nur Freiheit gibt. Es gibt welche, die sagen, bei den aktuellen Bedrohungsszenarien, die wir haben, so wie organisierte Kriminalität bis hin zum Terrorismus verläuft und alle Möglichkeiten der digitalen Welt genutzt wird, dann müssen mindestens auch die Sicherheitsbehörden in die Lage versetzt werden, auf Augenhöhe dort auch Maßnahmen ergreifen zu können, mit denen man Straftaten oder Anschläge verhindert. Es ist irgendwie bedauerlich, dass es so ist und so weit gekommen ist. Aber wir müssen versuchen, beides in Einklang zu bringen, Freiheit und Sicherheit. Was häufiger gefragt wird, ist, warum Sie das fast schon eingeschmuggelt haben in diese Formulierungshilfe. Gab es dafür, also einen Grund gab es natürlich, das ist eine dumme Frage, aber... Nö, also der eigentliche Grund ist, dass das ein extrem schwieriges Thema gewesen ist. Sie meinen deswegen die Formulierungshilfe? Nee, da wir ganz einfach lange daran gesessen haben und auch versucht haben, eine Regelung zu finden, die mit den Anforderungen der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes konform geht, ist das tatsächlich erst zum Ende der Legislaturperiode gelungen, sich auch politisch darauf zu verständigen. Und deshalb ist es auch gar nicht mehr anders möglich gewesen, das ins Verfahren zu bringen. Und deshalb hat man das so gemacht. Ich habe ganz was anderes. Ich weiß nicht, bevor wir es angucken. Kennen Sie den Film von Frau Nahles mit dem Dinosaurier im Aufzug? Wenn nicht, zeige ich Ihnen. 38 Sekunden. Würde ich mal lieber mal nochmal angucken. Grüß einmal. Chef. Ja, die haben das Teil viel zu spät geliefert. Gleich ist die Kita aus und ich muss die Eier noch holen für den Eierlauf. Eier? Kindergeburtstag. Und unser Meeting um 5? Ich schalte mich rein. Ich schalte mich wie? Einschalten. Ach, einschalten, ja. Grösselmann! Ja. So einen Vater hätte ich auch gern gehabt. Mehr Ideen für die Zukunft der Arbeit im Weißbuch Arbeiten 4.0. www.arbeiten4.0.de. Also wirkt noch ein bisschen schöner, wenn man es im Sony Center in Berlin sieht. Aha. Da habe ich es zum ersten Mal gesehen. Ihre Meinung dazu? Ja, es soll wohl darum gehen, wie man auch in der digitalisierten Welt irgendwie versucht, unterschiedliche Anforderungen in Einklang zu bringen. Das, was man irgendwie zu Hause familiär hat, Familie, Kinder und auf der anderen Seite das auch nutzen kann, um es mit den beruflichen Anforderungen in Einklang zu bringen. Also, dass man nicht mehr unbedingt überall körperlich dabei sein muss, sondern dass man sich auch zuschalten lassen kann. Und es gibt ja viele Dinge, bei denen die Digitalisierung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eher vor Probleme stellt. Aber ich finde es auch richtig, die Möglichkeiten, die sie bietet, dafür zu nutzen. Weil Sie haben ja in Ihrem Regierungsprogramm auch diesen schönen Satz drinnen, dazu gehören auch familiengerechte Besprechungszeiten etc. Und was gerade die Generation Z, mit der wir uns ja ein bisschen in der Forschung beschäftigen, was die halt häufig sagen, sie wollen eine doch ziemlich klare Trennung, und da steht in ihrem Programm an einigen Stellen noch drinnen. Das ist interessant, es gibt so zwei Leitbilder. Das eine ist dieses Leitbild, das Frau Nahles hier präsentiert, nämlich die Idee dieser Verzahnung, Work-Life-Blending. Ja, geht alles ineinander über.
ich lasse jetzt mal offen, ob die Idee so gut ist, dass ich dann während des Kindergeburtstages noch eine Skype-Konferenz machen muss. Mhm. Ja, und nachher noch das Protokoll schreiben muss. Mhm. Nur ganz offen kann man es nicht lassen, weil das ist schon eine Frage, ob das eine Zukunft für die digitale Welt ist. Und das Verblüffende, ich habe ja das schon zwei solche Gespräche geführt hier, dass die nahezu alle Parteien, die ich kenne bei uns, alle dieses Blending-Modell favorisieren. Also die Idee, es geht alles ineinander über und auch so Modelle wie Lebensarbeitszeit etc. fördern ja dieses Blending, weil ich kann ja mal 3 Stunden länger arbeiten, das wird dann alles irgendwo draufgeschrieben. Einer der wenigen Punkte, wo ich das Gegenteil gesehen habe, waren diese Nebensätze wie familiengerechte irgendetwas. Ist das so ein Thema, dass Sie bei sich in der Partei irgendwie so polar diskutieren, oder ist man klar, wir gehen auf diese Blending-Idee, egal was daraus wird? Also ich glaube schon, dass es da auch in unserer Partei ganz unterschiedliche Auffassungen gibt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es sogar ganz viele gibt, die sich das einfach noch nicht so richtig vorstellen können, wie es funktioniert. Die zum einen ein Problem damit haben, dass man es komplett trennen kann, überhaupt noch in Zukunft. Mhm. Und zum anderen sich vorzustellen, wie gesagt, am Kindergeburtstag zu Hause zu sein, was ja sozusagen was Positives ist, aber zwischendurch dann halt noch eine Besprechung über Skype machen zu können, das ist für viele neu, die kennen das nicht. Das bedeutet ja nicht nur eine Umstellung der Arbeitszeiten, sondern es hat ja auch was mit einer Umstellung im Bewusstsein zu tun. Wie schafft man es, sich wann auf was zu konzentrieren? Und die Frage ist, und ich glaube, viele, die der Auffassung sind, man muss das miteinander verzahnen, die gehen davon aus, dass es sowieso nicht mehr zu trennen sein wird und dass das ganz einfach illusorisch sein wird, zu glauben, dass alles so konkret voneinander zu trennen sein wird. Mhm. Und dass man deshalb versuchen muss, das, was man an familiengerechten Arbeitszeiten hat, dass es eben möglicherweise nicht mehr so aussieht, dass irgendwann um 17 Uhr Schluss ist und danach auch keine E-Mails mehr empfangen werden dürfen, sondern dass es möglich sein muss, auch mal Tage zu Hause zu bleiben und sich dann nochmal irgendwie einen begrenzten Zeitraum irgendwo in eine Konferenz einschalten zu können. Und ich glaube auch nicht, dass das Ende der Diskussion da bereits erreicht ist, weil auch in der Digitalisierung die Möglichkeiten sich so dynamisch entwickeln und wir möglicherweise in 2, 3, 4, 5 Jahren nochmal ganz andere Modelle haben, über die wir reden. Aber ich glaube, im Wesentlichen geht es darum, dass die meisten glauben, man wird das nicht mehr trennen können und dann muss man versuchen, unter den Gegebenheiten, die es dann gibt, auch Familienzeiten reservieren zu können und möglicherweise mehr körperliche Präsenz zu Hause zu haben. Und auf der anderen Seite gibt man dafür halt auch zu Arbeits- oder zu Tageszeiten, die normalerweise nicht als Arbeitszeiten geführt worden sind, diese frei, um berufliche Dinge zu erledigen. Also was das Interessante ist, ist, dass ja, egal ob Sie jetzt das Ministerium von Fornalis oder welche Ministerium noch immer nehmen, die laufen hier alle wirklich genau in diese Richtung, die Sie gerade beschrieben haben, mit Freigabe auch der Arbeitszeiten, also auch die Arbeitszeitflexibilisierung ist ein großes Wort. Mhm. Ja, also man kann noch länger arbeiten oder am Wochenende arbeiten und so weiter. Und zwei Sachen sind verblüffend. Und da würde ich gerne Ihre Meinung dazu haben. Also das eine ist, wenn man sich das in Amerika anguckt, Silicon Valley, die haben eine sehr klare Trennung im Übrigen. Das ist verblüffend. Also da ist Schluss, wenn Schluss ist und nachmittags, späten Nachmittag fahren die Busse von Google wieder weg. Und dann ist Schluss und am Wochenende geht gar nicht. Das heißt, das, was wir hier anpeilen, ist eine extreme Version. Das Zweite, was mich irritiert, ich war ja auch ein paar Mal Veranstaltungen von der Böckler-Stiftung und diese Geschichten, auch Inqua zum Beispiel, die haben ja jetzt, die argumentieren, wie gehen wir um mit der permanenten Verfügbarkeit. Also was mich irritiert, ist, dass gar nicht hinterfragt wird, ob diese permanente Verfügbarkeit eigentlich das ist, wo wir langfristig mit leben wollen. Es gibt eigentlich nur noch Regelungen, die sagen, wie gehen wir damit um, und gegeben ist das aus meiner Sicht nicht. Deswegen verstehe ich nicht ganz, dass gerade jetzt die SPD, wo man sagt, okay, die kümmert sich jetzt mehr um die Belange der Arbeitnehmer, jetzt etwas stereotypenartig, dass die hier sich sehr stark auf dieses eher unternehmerfreundliche Modell stürzt und nicht sagt, nee, also gut ist auch gut und da gibt es auch eine Trennung und das kann man machen, das machen auch viele Firmen, dass die eigentlich hier, ich will nicht fast sagen, die CDU überholt auf diesem Territorium, und nicht diese Position, was Arbeitswelt ist, eigentlich thematisiert.
Also ich finde ehrlich gesagt nicht, dass das so ist. Okay. Wie ich es wahrnehme und auch nicht so gemeint ist, das, was weder Andrea Nahles da zur Zukunft der Arbeit in der digitalen Gesellschaft gesagt hat. Ich bin auch total gegen die totale Verfügbarkeit. Im Silicon Valley gibt es aber auch viele Arbeitsmodelle, wo Menschen von zu Hause aus arbeiten, und zwar über längere Zeiträume, ohne überhaupt im Büro zu erscheinen. Das heißt aber auch nicht, dass man, wenn man zu Hause arbeitet, 24 Stunden verfügbar sein muss. Sondern auch wenn man zu Hause arbeitet, muss es Grenzen der Arbeitszeit geben. Und ob das funktioniert, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Aber für mich hat es immer bedeutet, dass es, wenn man Arbeitszeiten flexibilisiert in dem Zusammenhang, wenn man von zu Hause aus arbeitet, dass man möglicherweise irgendwie Konferenzen auch abends haben wird und diese über Skype macht, aber dass man dafür über einen anderen Teil des Tages frei verfügen kann, nämlich privat. Deshalb glaube ich, dass das nicht gleichbedeutend ist, dass man sich total verfügbar macht. Das kann auch nicht Sinn und Zweck sein. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen. Und etwas muss man sich auch auseinandersetzen. Die Anforderung und die Bereitschaft von jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, in dem Zusammenhang von zu Hause zu arbeiten oder die Arbeitszeiten in irgendeiner Weise zu regeln, wie man das vielleicht traditionell so nicht kennt, die sind ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die wollen das so, dass man irgendwie Arbeitszeiten traditionell hat und man organisiert sich familiär dazu. Es gibt welche, die wollen ganz anders arbeiten. Die wollen von zu Hause aus arbeiten. Die sind lieber irgendwie morgens da und nachmittags unterwegs oder kümmern sich den Tag über Familie und sind einfach den ganzen Abend präsent irgendwie auf Skype-Konferenzen. Das ist schwierig, dem Ganzen einen Rahmen zu geben, weil ich glaube, die Ansprüche, die sind sehr, sehr unterschiedlich, wer was wie nutzen will, wer wann seine Ruhe haben will und wer bereit ist, wann, wie, wo zu arbeiten. Gut, wir haben ja auf der einen Seite die Diskussion, was die Generation Z und die jungen Leute auch wollen und auch andere Generationen wollen. Das zweite ist ja, was Unternehmen auch wollen. Also ich bin ja auch Betriebswirt, also gesehen kenne ich auch die andere Seite ein bisschen. Und es ist interessant, dass die Rhetorik ja vor ein paar Jahren begann, wir brauchen flexiblere Arbeitnehmer. Das war ja die Rhetorik, wie sie begann. Wir brauchen flexible Arbeitszeitgesetze, wo wir auch mal viel länger arbeiten können, auch am Wochenende arbeiten können und so weiter, damit wir eben auch Zugriff auf Mitarbeiter bekommen. Mit der Rhetorik ist man ja nicht durchgekommen. Das hat ja nicht funktioniert. Jetzt kommt die andere Rhetorik. Die Generation Z möchte das. Klammer auf, so extrem will sie das übrigens gar nicht, aber das ist ein anderes Thema. Was da die Frage ist, die aber jetzt entsteht, wenn tatsächlich in der nächsten Legislaturperiode extrem die Arbeitszeitmodelle flexibilisiert werden, was ja irgendwann ansteht jetzt, bedeutet das, dass umgekehrt auch die Schutzmechanismen kleiner werden. Also jetzt extrem, wenn nicht erlaubt ist, dass am Sonntag gearbeitet wird, kann ich denen jetzt nicht sagen, nach dem Motto, am Sonntag wird gearbeitet. Wenn es aber Teil einer möglichen Regelarbeitszeit ist, kann ich das als Arbeitgeber verlangen. Und da entsteht eine potenzielle Übergriffigkeit, die man dann noch diskutiert nach dem Motto, ja, wer ist jetzt derjenige, der die meiste Macht hat, der sich das überlegen kann. Das heißt, das, was jetzt quasi als Nicht-Flexibilisierung gilt, ist umgekehrt, also ich spreche jetzt fast in Gewerkschaftsvertreter, was ich als Betriebswirt schon nicht bin, aber dann wird das, was eigentlich ein Flexibilisierungsmechanismus ist, wird zum Schutzmechanismus. Wenn der wegfällt, wird schwierig. Wurde darüber nachgedacht? Wie soll es gelöst werden? Also darüber wird sogar ganz intensiv nachgedacht. Nach meiner Wahrnehmung ist dafür aber noch keine vernünftige Lösung gefunden worden. Ich glaube, dass der größte Druck dadurch entstehen wird, wenn Arbeitszeiten flexibilisiert sind, unabhängig davon, was ist Regelarbeitszeit oder was nicht. Ja. Dass der Druck in einem Unternehmen für die Arbeitnehmer, selbst wenn er ein Widerspruchsrecht hätte, irgendwie am Wochenende, dann kann er nicht Nein sagen, weil er letztlich weiß, dass sein Arbeitgeber das nicht toll findet und möglicherweise seine beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten dadurch in irgendeiner Weise abgeschnitten werden. Damit umzugehen ist, also Regeln zu setzen, die dem Arbeitnehmer nicht nur die Möglichkeit geben, gewisse Grenzen einzuziehen, unabhängig von der festgelegten Regelarbeitszeit. Das geht, gesetzlich kann man das einfach machen, aber so, dass es in der Praxis auch wirkt, genau, also dass man sich sozusagen dem informellen Druck auch nicht beugen muss, dann doch total verfügbar zu sein,
Dafür kenne ich noch keine ausreichende Regelung. Mhm. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, solange die nicht gefunden ist, wird es mit der Flexibilisierung der Arbeitszeiten, zumindest so wie sich das einige Unternehmen vorstellen, nur sehr schleppend vorangehen. Und das wäre ja eine optimistische Aussage, weil davor habe ich konkret Angst. Und zwar jetzt gar nicht von einem ethischen Standpunkt aus, sondern das ist etwas, was gesundheitlich, familiär und so weiter nicht zumutbar ist, dass eben das ausgenutzt wird. Und die Gefahr, dass erst einmal die Gesetze flexibilisiert werden und man dann guckt, wie der Flexibilitätsraum ausgenutzt wird, das ist natürlich schon etwas, wo zumindest eine SPD ja gar nicht mitspielen dürfte. Ja, unabhängig ob SPD oder wer auch immer, ich glaube auch aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann man eine solche Regelung, also die auf mehr Flexibilisierung hinläuft, nur dann vornehmen und auch beschließen, wenn man ein Regularium hat und eines, das nicht nur formell, sondern auch informell für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Mindestmaß an Schutz bietet vor der totalen Verfügbarkeit. Und da ich, solange ich den nicht kenne, würde ich einer großen Flexibilisierungsreform auch nicht zustimmen. Was mich jetzt noch einmal wundert, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das Positionspapier der deutschen Personalvorstände zu diesem Thema. Nee, kenne ich nicht. Schicke ich Ihnen mal. Gerne. Es ist hochinteressant, weil die nämlich, und das sind immerhin die ganz großen und relevanten Vorstände, die ja in vielen Ministerien ein- und ausgehen. Die gehen bis hin zu der Idee, dass wir Freiräume brauchen, wo eben keine Mitbestimmung mehr ist in solchen Themen, dass wir die Flexibilisierung wirklich machen müssen, weil sie global erforderlich ist. Das heißt, da ist der Tenor ganz eindeutig in die Richtung, wir müssen erst flexibilisieren und dann nachdenken. Mhm. Und das ist immerhin jetzt ein Papier, das nicht ganz irrelevant ist, um es mal neutral auszudrücken. Das ist ja jetzt noch weiter geschrieben worden. Die FDP vertritt das ja ganz stark. Ja, das müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Ja, ich weiß. Aber jetzt, es ist zumindest nicht ganz unwahrscheinlich. Ich glaube, das ist, ja. Und das ist ja der Punkt, den die FDP ja dann auf jeden Fall in der nächsten Regierung reklamieren wird. Staatsminister für Digitalisierung oder irgend sowas in diese Richtung. Ja, die müssen erstmal in die Regierung kommen, ehrlich gesagt. Und das, wenn die großen deutschen Personalvorstände sowas formulieren, dann ist das sicherlich nicht irrelevant, aber relevant ist es auch noch lange nicht. Und ehrlich gesagt, ich finde auch, wer so denkt, ist das Geld, das er wahrscheinlich verdient, nicht wert. Ich weiß auch nicht, was die sich für Vorstellungen machen. Wir werden auf dem Arbeitsmarkt, was die demografische Entwicklung angeht, in der Zukunft ein paar Probleme bekommen. Wir wissen, dass die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und gerade in diesem Bereich, dass die Verfügbarkeit und das Thema Zeit für sie ganz besondere Bedeutung hat. Mhm. Also wer glaubt, da alles freigeben zu können und denkt, zukünftig weiterhin die besten Kräfte mit solchen Modellen akquirieren zu können, der soll es mal versuchen. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Mhm. Und deshalb, das steht denen frei, solche Sachen irgendwie zu fordern, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine verantwortliche Politik Entscheidungen trifft, so nach dem Motto, wir flexibilisieren mal alles und gucken, wie es funktioniert und danach können wir dann immer noch ein paar Regeln einziehen, wenn wir feststellen, dass es nicht funktioniert. Das ist das Gegenteil von verantwortlicher Politik. Und ich glaube auch nicht, dass das so funktionieren wird und ich glaube auch nicht, dass es politische Mehrheiten für solche Modelle geben wird. Ich freue mich darüber, dass Sie das so sehen. Übrigens, der Autor dieser Geschichte wird dann mit Ihnen im Parlament ja neben Ihnen sitzen dann. Ja. Also so gesehen, gut, das ist auch etwas, wo man diskutieren kann, ja? Dass quasi die Industrielobby dann als Abgeordneter drin sitzt und oder sonst, aber das ist zu komplex, das Thema. Gehen wir zu was Einfachem. Aktuell Lufthansa, Air Berlin. Ihre Position dazu? Zur Schlagung von Air Berlin? Naja, also das ist ja ein Insolvenzverfahren und ich hüte mich davor, irgendwie als Justizminister dazu irgendwelche Stellungnahmen abzugeben. Gut, dann ziehe ich die Frage zurück, dann frage ich Sie was anderes dazu. Ich meine, die Bundesregierung hat ja dazu Stellung bezogen. Mhm. Und zwar massiv Stellung bezogen. Also ich habe mir das heute früh nochmal rausgesucht. Die seltsame Nähe der Bundesregierung zur Lufthansa, Dobrindt. Lufthansa soll den Löwenanteil bekommen. Dobrindt, kein Kartellproblem bei Air Berlin. Dann hatten wir auch Ihre Ministerin, die hatte ich auch noch hier irgendwo, die in ähnlicher Form diskutiert hat. Mhm. Das heißt, die Bundesregierung hat ganz massiv, ich muss hinzufügen, aus meiner Sicht etwas sehr massiv, sich für die Stärkung des europäischen Champions der Lufthansa ausgesprochen. Mhm. Meinung dazu?
Also erstmal, was der Übergang eines großen Teils von Air Berlin zur Lufthansa ist unter Kartellgesichtspunkten nicht unproblematisch. Das wird aber nicht die Bundesregierung entscheiden, sondern das wird am Schluss das Kartellamt entscheiden, ob das genehmigungsfähig ist oder nicht. Und das Kartellamt und die Kartellbehörden haben sich in der Vergangenheit immer dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht unbedingt die Melodie der Regierung nachgesungen haben, sondern das sind sehr autonome Entscheidungen gewesen, die der Regierung möglicherweise nicht immer gepasst haben. Und insofern völlig unabhängig davon, was die Regierung für sinnvoll hält und dass die Stärkung eines deutschen Unternehmens, das in Deutschland Steuern zahlt, halte ich zumindest mal für legitim, die Interessen im Blick zu haben. Was das kartellrechtlich bedeutet oder ob es kartellrechtlich geht oder nicht, das wird kein Minister der Bundesregierung entscheiden, sondern die Kartellbehörde, die nachweislich in ihren Entscheidungen unabhängig sein wird. Und wenn die den Daumen heben oder senken, dann ist es so oder so. Wurde, also sofern Sie es jetzt erzählen können, das ist klar, ich kann intern ausgeplaudert kriegen, wurde auch das Alternativszenario überlegt, nach dem Motto, wir haben in Deutschland quasi einen Monopolanbieter, Lufthansa, einen zweiten, etwas größeren Anbieter zu schaffen. Also man kann ja sagen, man nimmt Air Berlin, packt was dazu und dann gibt es einen überlebensfähigen zweiten. Das wäre das Gegenstück zu der Position von Herrn Dobrindt und von Frau Zypris. Also ich weiß, dass über relativ viele Modelle dort nicht nur nachgedacht, sondern auch gesprochen worden ist, um sozusagen Alternativen zu schaffen, die Konkurrenz für Lufthansa sind und damit am Schluss dann auch dem Verbraucher und Verbraucher zugutekommen. Das wäre doch mal für uns nicht schlecht. Wir fliegen beide die Distanz Berlin-Saarbrücken. Ja. Ich fliege morgen. Ich glaube, das Ticket ist noch preiswert. Mal gucken, was das in einem halben Jahr kosten wird. Naja, aber ich bin vor allen Dingen froh, wenn man der Flieger auch geht. Ehrlich gesagt, denn es nützt mir nichts, einen billigen Flug gebucht zu haben und dann am Schluss dann nachher in der Bahn zu sitzen. Und wenn man Alternativen schaffen will, braucht man eben auch Unternehmen oder Partner, die bereit sind, sowas aufzubauen. Und das muss eine vernünftige wirtschaftliche Basis haben. Und wenn es die nicht gibt, und zwar möglicherweise aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus, weil die sagen, es wird wirtschaftlich nicht tragen, dann ist das so, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ich sitze bei diesen Gesprächen auch nicht mit am Tisch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Alternativen dort diskutiert werden und man versuchen wird, eine Entscheidung zu treffen, bei der natürlich auch die Arbeitsplätze, um die es dort geht, eine Rolle spielen und bei der ein Modell gefunden wird, das vor allen Dingen überlebensfähig ist. Wie gesagt, was mich überrascht hat, war, wie schnell die Regierungsmeinung durch die Regierungsmitglieder hier kolportiert wurde. Ja, es ist ja auch die Entscheidung, deswegen verstehe ich Ihre Position eigentlich besser im Sinne von, das ist jetzt mal etwas, da müssen wir jetzt gar nicht erstmal Position beziehen. Wir mussten innerhalb der Regierung ja sehr schnell Position beziehen, denn nachdem der Insolvenzantrag gestellt wurde, wäre sofort der Flugbetrieb der Air Berlin einzustellen gewesen. Da wir uns aber in den größten Bundesländern mitten in den Sommerferien bewegen, wären nicht nur viele gar nicht mehr in die Ferien gekommen. Das viel größere Problem bestand darin, dass viele nicht mehr zurückgekommen wären. Mhm. Also ich will nicht wissen, was dann los gewesen wäre und was dann über verantwortliche Politik alles so diskutiert worden wäre. Also das ist im Grunde genommen eine Notmaßnahme gewesen, um größeres Chaos für Tausende von Menschen zu verhindern, die nämlich irgendwo auf der Welt sitzen geblieben wären und nicht mehr zurückgekommen wären und bei denen auch nicht klar gewesen wäre, wie sie hätten zurückkommen können. Zumindest mal nicht, ohne dass es sie deutlich mehr Geld gekostet hätte. Und insofern, diese 150 Millionen hatten in erster Linie den Grund, den Flugbetrieb aufrechterhalten zu können und das Chaos für Tausende von Kundinnen und Kunden von Air Berlin zu verhindern. Und das halte ich nach wie vor für eine absolut verantwortliche Entscheidung, die da getroffen wurde. Ich glaube, das ist auch nicht weit kritisiert worden. Ja, das ist auch schon kritisiert worden. Also Steuergelder überhaupt für Air Berlin und dann ist ja alles Mögliche da hineininterpretiert worden. Gut, das, also wie gesagt, da verstehe ich die Kritik nicht. Mhm. Wo ich die Kritik anmachen würde, wäre wirklich die sehr schnelle Wortmeldung von Frau Zypris und Herrn Dobrindt im Sinne von, dass der Großteil muss zur Lufthansa gehen. Mhm. Das ist, aber wie gesagt, da muss man nichts sagen. Am Schluss werden das die Kartellbehörden entscheiden. Ich glaube, da vertrauen wir beide drauf, ja. Ich habe noch zwei kurze Fragen zum Schluss. Du hast signalisiert, dass wir ja nicht mehr ewig Zeit haben. Ihr Regierungsprogramm hat die schöne Überschrift, es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit. Also ich will jetzt nicht die Details da durchdiskutieren. Ich kenne auch die Fragen, die dazugehören, auch die Antworten.
Was mich jetzt wirklich interessieren würde, weil Sie sind ja als Justizminister da in vielen Sachen dran, auch die Möglichkeiten. Wenn wir uns das so angucken, was da zurzeit läuft, zum Beispiel Volkswagen, da können Sie hingucken, in welche Ecke Sie wollen. Sie können gucken an die Summen, die da das ehemalige Vorstandsmitglied bekommen hat, für 15 Millionen Euro, für 12 Millionen Arbeit etc. Sie können hingucken zu der Idee, dass eben in Deutschland Verbraucherschutz, auch weiß ich, ist auch eines Ihrer wichtigen Themen, eben auch nicht so ausgeartet ist, dass also da die Dieselopfer irgendwas wirklich tun können. Die sind ausgeliefert, anders als in Amerika zum Beispiel. Was ich mich frage, also wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, Justizminister, jetzt sitzen Sie da und haben schon ein bestimmtes Bild, wie Sie sich die Welt vorstellen. Jetzt passiert sowas. Kann man da was tun? Weil da können Sie jetzt nicht sagen, also die 15 Millionen, die gute Frau kriegt, das ist gerecht. Das ist es ja nicht. Das kann man ja niemandem kommunizieren, dass 15 Millionen Euro für 12 Monate Arbeit irgendwie gerecht ist. Wie gehen Sie damit um? Konnte man da wirklich nichts tun? Nein, in dem Falle konnte man nichts tun, weil es Verträge gab und diese Verträge sind erfüllt worden, und mal unabhängig davon, ob man sie für gerecht oder leistungsgerecht oder was auch immer hält. Es nützt auch nichts, sich nur darüber zu ärgern oder sich darüber aufzuregen, sondern man muss überlegen, was kann man politisch tun. So, und die SPD-Bundestagsfraktion hat das sehr konkret getan, hat ein Gesetz vorgelegt zur Begrenzung der Managergehälter, in dem drin steht, dass die Gehälter der Unternehmensführer sich zu orientieren haben am Durchschnittsverdienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens und eine bestimmte Schwelle nicht überschreiten dürfen. Wenn es ein solches Gesetz gäbe, das gab es nicht, weil die Kolleginnen und Kollegen aus der Union dieses Gesetz mit uns nicht beschließen wollten, dann hätte es vielleicht einen solchen Fall wie bei VW gar nicht gegeben. So, also jammern und ärgern und wütend sein nützt wenig, sondern man muss überlegen, was kann man konkret tun. Und in dem Falle hatte die SPD-Fraktion ganz konkret einen kompletten Gesetzesentwurf vorgelegt, der, wenn er beschlossen worden wäre, in Zukunft viele, zumindest viele dieser Fälle abgemildert oder gar verhindert hätte. Steht diese, das war ein Punkt, der zweite ist ja die Idee der Abzugsfähigkeit von diesen Bonuszahlungen und der Abfindungszahlungen. Steht das zur Diskussion noch? Ja, also in diesem Gesetz ist das auch ein Thema, das aufgegriffen wird. Ist auch eine Forderung, die die SPD erhoben hat und nach wie vor erheben wird. Das kann man alles in einem solchen Gesetz mit regeln. Und ich glaube auch die Tatsache, dass wir eigentlich in Deutschland einen relativ hohen Wohlstand haben, nicht nur im internationalen Vergleich, sondern auch was den Vergleich mit den Jahren zuvor angeht. Trotzdem, alle repräsentativen Umfragen sagen, okay, die Leute finden eigentlich, dass es ihnen gut geht, aber sie finden auch, dass es irgendwie ungerecht zugeht. Das heißt, dass die Leute, die hart arbeiten und sich an die Regeln halten, irgendwie finden, dass sie nicht in dem Maße davon profitieren, wie das einige wenige zu tun scheinen. Und deshalb finde ich, ja, ist das ein Thema, mit dem sich die Politik auseinandersetzen muss, mit Managergehältern, mit der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Bonizahlungen. Wer kriegt überhaupt Bonizahlungen? Und wenn man darauf keine Antworten gibt, dann wird sich dieses Gefühl der Ungerechtigkeit noch weiter verstärken. Und das ist, glaube ich, gesellschaftlich insgesamt, auch was das gesellschaftliche Klima angeht, auch in einem Land, in dem die wirtschaftliche Lage im Moment eigentlich gut ist und in dem der Wohlstand auch relativ betrachtet hoch entwickelt ist, ist das ein großer Fehler, den man begehen könnte. Und deshalb gehören diese Themen alle auf den Tisch und auf die Tagesordnung der Politik. Was mich ein bisschen wundert, damit sind wir auf meiner Zeit auch gleich fertig, was mich ein bisschen wundert, ist, dass diese potenziellen Polarisierungsthemen, wie zum Beispiel Managergehälter, aber auch, was wir vorhin diskutiert haben, die Arbeitswelt, ja, also Idee Blending oder vielleicht nicht Blending, dass das im Wahlkampf keine so zentrale Rolle spielt. Oder anders formuliert, wenn ich jetzt versuchen würde, gegen die CDU mich irgendwie zu positionieren, da kann ich mich doch nicht positionieren, indem ich sage, ich bringe euch bei, wie ihr mit Blending umgeht. Da müsst ihr mich doch positionieren, müsst ihr sagen, Leute, ich liefere euch einen Gegenvorschlag. Digitalisierung ist nicht etwas, wir für die Digitalisierung, ja, oder der Tsunami kommt, wir müssen da irgendwie loslaufen. Dann müssten wir doch andersrum argumentieren, sagen, Leute, die Digitalisierung ist für uns da. Die ermöglicht uns, dass wir eine klare Trennung kriegen. Die ermöglicht uns, dass wir
eine Wahloption haben und. Und ich weiß, also auch von den Diskussionen, die ich führe, dass das Arbeitswelt und Arbeitsleben nicht so das Thema ist, womit man Leute mobilisieren kann. Nur, dass die Henne- und Ei-Diskussion wäre so ein alternativer Entwurf, wie die Arbeitswelt aussieht, nicht eine Alternative zu der Idee sagen, im Prinzip machen wir das alle gleich. Weil ich habe hier drei Gespräche geführt, ja, und in diesem Punkt sind sich alle einig gewesen. Wir kriegen das Blending, da können wir jetzt nicht mehr so viel machen. Ja. Und gerade der SPD müsste doch dran sein zu sagen, nee, bei Managergehältern, wir haben eine ganz klare Gegenposition. Ich weiß, also Sie haben einen Ministerpräsidenten in Niedersachsen, Klammer auf noch, der also in irgendeiner Form eine andere Position vertreten muss. Klar, der hat ja ein bisschen weichgespült in der Hinsicht. Nur jetzt in diesem aktuellen Wahlkampf, das wären doch zwei Themen, wo man dagegen setzt. Oder ist das nicht kommunizierbar? Also ich finde ehrlich gesagt nicht, dass die SPD auf diesem Feld irgendwie eine Leerstelle hat. Ich finde auch nicht, dass wir eine grundsätzliche Herangehensweise haben, die Digitalisierung bricht sowieso über uns hernieder. Wir machen jetzt mal alles so und versuchen das einigermaßen verträglich zu regeln. Ich habe mich vor einiger Zeit mal dafür eingesetzt, dass es sowas gibt wie digitale Grundrechte. Gut, das war die Diskussion digitale Grundkarte. Genau. Das war die Diskussion, ja. Genau, ja. Ganz genau. Also ich versuche dort, wo die Digitalisierung immer wieder unser Leben stärker beeinflusst, etwa bei den sozialen Medien, auch Regeln für das Netz aufzustellen. Und ich finde auch, dass es Regeln bedarf für die Weiterentwicklung der Arbeitszeit, wenn es gewisse Entwicklungen gibt, die zum Teil auch gewünscht werden von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dann muss ich sie auch mit gesetzlichen Flankierungen begleiten. Ich würde nie einer Position nachgeben wollen, die da lautet, wir machen jetzt alles mal offen und gucken, ob es funktioniert, und die Kollateralschäden, die machen wir dann nachträglich irgendwie mit neuen Gesetzen, versuchen wir die irgendwie da auf die Bahn zu bringen. Also das wird nicht funktionieren. Das ist ja auch ein großer Streit. Bis hin zum Datenschutz ist das irgendwie ein Hemmschuh für Gesellschaftsmodelle, für wirtschaftliche Entwicklung. Oder wird in Zukunft in einer digitalisierten Welt Stück für Stück das Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher, was mit ihren Daten geschieht, immer größer werden und letztlich irgendwann auch ein Wettbewerbsvorteil? Also es kommt immer davon an, von welcher Seite man sich mit so einem Thema auseinandersetzt. Und wir versuchen das in keinster Weise nach dem Prinzip, also die Digitalisierung kommt, unglaublich viele Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle, und wir richten uns nach den technischen Möglichkeiten, das kann nicht sein, sondern wir richten uns nach dem, was rechtlich erlaubt ist. Das muss man erst definieren, das ist in der digitalisierten Welt nicht so einfach, weil sie extrem dynamisch ist, die Geschäftsmodelle kommen und gehen, ich nicht sagen kann, was in 5 Jahren irgendwie unsere Themen digital sein werden. Das Internet gibt es noch nicht so lange. Smartphones gibt es seit 10 Jahren und es gibt Menschen, die können sich gar nicht vorstellen, vorher auch gelebt zu haben. Also das ist ein bisschen, das ist für uns nicht unproblematisch, weil die Rechtsetzungsprozesse deutlich länger dauern als die Dynamik der Digitalisierung und das an Veränderungen und an neuen Geschäftsmodellen mit sich bringen wird. Plus die vorgelagerte Meinungsbildung. Die vorgelagerte was? Meinungsbildung, also die Idee, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, also die Idee der Gesetze, das ist ja eine Schiene, auf der man argumentiert. Eine zweite ist auch wirklich die Idee, was ist die Arbeitswelt, in der wir leben wollen? Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass in der digitalen, die Digitalisierung ist schnell. Also sie beschleunigt nicht nur unsere Lebensprozesse, sondern sie ist extrem dynamisch. Ständig kommen irgendwie neue Dinge auf uns zu, die wir nutzen können, die als ein Fortschritt oder als besonderen Komfort betrachtet werden. Das Bewusstsein, wie wir damit umgehen, ist aber vielfach noch analog. Das ist so meine Wahrnehmung. Und das läuft auseinander. Also die Digitalisierung ist in ihrer Geschwindigkeit deutlich höher als unsere Anpassungsfähigkeit im Bewusstsein, also mit den Dingen auch umzugehen. Nicht nur irgendwie darauf zu achten, wie man schnellstmöglich ins Internet reinkommt, sondern wie man möglicherweise auch unbeschadet wieder rauskommt. So, und das sind alles Dinge, die laufen im Moment auseinander. Und das muss auch wieder zusammengeführt werden. Denn wenn wir die digitalen Prozesse sozusagen mit einem Bewusstsein aus der analogen Zeit versuchen zu begleiten, wird es schiefgehen. Dann passt das Schlusswort dazu, dass gerade die Generation Z auch wieder ein Faible für die analoge Welt kriegt.
Ja. Man hat sich nicht vorstellen können, dass es Schallplatten wieder gibt. Ja, inzwischen genau. Gibt es sie wieder. Genau. Ich danke recht herzlich. Wir hätten lange weiter diskutieren können. Recht herzlichen Dank. Gerne. Dankeschön. So. Danke.